Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei Enshrouded. Wir machen uns heute hoffentlich mehr oder weniger schnell auf den Weg zu den wissenschaftlichen Instrumenten. Ich bin gespannt, wie weit wir es schaffen. Ich bin eigentlich erst bei der Nomadenanhöhe gewesen, allerdings geht's hier so steil hin, da kommen wir nicht lang. Ich vermute, wir müssen irgendwie hier rumlaufen. Genau, und dementsprechend gucken wir jetzt mal, ob wir hier irgendwie drüber kommen. Es sollte ja grundsätzlich vielleicht möglich sein. Wir gucken mal. Ob wir das irgendwie schaffen. Ich bin selbst sehr gespannt und neugierig. Und ja, wir warten mal ab. Jedenfalls ist es für heute mal so ein bisschen der Plan. Nein, nicht du. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht. Lass mich nur. Ist er noch hinter mir her? Nee, ne? Okay. Genau, also irgendwie, es ist schon schwierig, so vom Gefühl her. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie wir da hinkommen. Das ist so ein bisschen irgendwie, ja, irgendwie müssen wir hier hoch oder da unten durch. Ich habe keinen blassen Schimmer, oder müssen wir doch irgendwie hier? Es ist echt ganz schön kompliziert. Naja, wir gucken mal, ansonsten porten wir es nochmal so ein bisschen hin und her. Den mag ich eigentlich nicht, ne? Müsste ich jetzt irgendwie doch außen rum gehen? Ja, da toll, da sind auch noch Viechers. Ist halt auch die Frage, ob man hier durchkommt, ne? Aber gut, wir müssen es dann halt einfach probieren. Na gut. Ich habe gar nicht mehr so viele Pfeile. Deswegen müssen wir jetzt mal gucken. Aber ich denke, das kriegen wir hin. So. Das nehmen wir natürlich mit. Das Tigerchen nehmen wir auch mit. Und jetzt hoffe ich, dass wir einfach weit genug außenrum gegangen sind. Da wäre nochmal was. Das ist aber bloß ein Fuka, ne? Die machen mir nicht ganz so viel Angst, deswegen ist das okay. So. Gut, okay. Fuka Höhlenpass, okay. Mal gucken, ob wir da irgendwie... Ach, das ist der hier, ja genau. Nee, da will ich ja eigentlich nicht hin. Ich möchte ja eigentlich... Ja, es ist halt so die Frage, ne? Ob wir jetzt hier irgendwie hinkommen. Lass uns mal so ein bisschen in die Richtung da hinten lang. Wir da eventuell irgendwie langkommen. Mal gucken. Wir werden sehen. Also hier ist auf alle Fälle inzwischen Sand. Okay. Mal gucken. Hier gibt es ganz viele Hühnchen. Hier ist ein Weg. Ja, und dann vielleicht dahinter irgendwo so ein bisschen. Ah, aber das war jetzt eigentlich dann... Nee, ich will da hoch. Ich will jetzt eigentlich mehr... Irgendwie nach oben. Das ist sowieso, glaube ich, so ein bisschen der Schlüssel zu dem Ganzen. Das nach oben. Ah, oder da unten durch. Das könnte auch sein. Ich nehme wieder Safran mit. Weil der Tee ganz cool ist. Oh. Was sehen meine Augen? Die kämpfen da so ein bisschen. Okay. Oh, der Vogel scheint aber sehr stark zu sein. Okay. Okay, aber kein Problem. Hier ist auch eine ganze Menge Schwefel. Gut zu wissen. Hat die jetzt schon gegen alles und jeden gekämpft? Oder sind da noch welche? Ah, hier sind wir das letzte Mal durchgegangen, ne? Aber da ging es doch dann gar nicht weiter, bin ich der Meinung. Ich glaube, das war hier eigentlich zu. Na ja, gut, wir probieren es trotzdem nochmal. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir hier irgendwie... Ah, der Vogel hat ja schon alles kaputt gemacht. Okay, das finde ich in Ordnung. Das ist schön. Schnappen wir uns nochmal die Kiste. Oh, Schwert des Strahlens. Das ist aber hübsch. Oh, das sieht ja wirklich toll aus. Schön.
So. Und jetzt müssten wir eigentlich ja hier irgendwie. Ja, aber da kommst du gar nicht rum, ne? Nee, ich wollte gerade sagen, ist das jetzt mit Absicht da? Ja, wir müssten jetzt eigentlich durch das Miasma irgendwie durch. Nee, ich will doch aber da lang. Das, irgendwas passt doch da nicht. Warte mal. Müssen wir nicht eigentlich irgendwie da hoch? Ja. Da hoch, oder? Ich weiß, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen gecheatet, aber ich habe echt keine Ahnung, wie man da hochkommt. Aber vielleicht erschließt sich das, wenn wir halt mal oben sind. Vielleicht sieht man es dann halt einfach besser, weißt du? Also hier. Hier. So, dann gucken wir mal. Ob wir da jetzt irgendwie durchkommen. Warte mal. Jetzt machen wir uns ein bisschen Licht, dass wir hier besser sehen. Weil wie gesagt, ich bin der Meinung, wir müssten da hoch. Und dann... Das ist echt schwierig. Oh. Ich meine, Sandstein brauchen wir eh. Ne? Das ist ja, von daher ist das jetzt gar nicht so schlimm, finde ich. Kann man immer gut gebrauchen für irgendwelche Mauern oder sowas. Ja, da geht es noch nicht so ganz. Da ist noch ein bisschen was im Weg. So, okay. Jetzt sind wir hier mühsamst hoch, aber das bringt uns eigentlich überhaupt gar nichts. Sehr nice. Okay. Krass. Ja, dann, weil wie gesagt, wenn du jetzt hier weitergehst, dann kommst du ja da rum, ne? Aber eigentlich möchte ich ja gerne irgendwie... Ist ja schwierig. Gut gemacht, liebe Entwickler, gut gemacht. Dass man nicht so richtig weiß. Okay, pass auf, wir buffen uns jetzt mal eben. Das brauchen wir jetzt nicht. Ausdauer, das da. Oh, und wisst ihr was, wir haben Fähigkeitspunkte, eine ganze Menge. Da würde ich jetzt tatsächlich gerne einmal gegen die fliegenden Gegner. Und ich glaube, ich würde den Multischuss mitnehmen oder die... Nee, weißt du was, die 5 Minuten noch mehr Miasma-Zeit. Einfach auf der sicheren Seite sein. Also. So, dann hätten wir das jetzt nämlich nicht. Ich glaube, mehr Punkte habe ich jetzt nicht. Nee, passt. Gut. Dann müssen wir jetzt dann doch erstmal irgendwie... Aber lass uns doch hier oben lang gehen. Lass uns doch hier oben. Vielleicht ist das ja der Schlüssel zu dem Ganzen. Vielleicht müssen wir auch da hinten rein. Ich weiß es eben nicht genau, ne? Lass uns mal so. Na, ich glaube jetzt nicht unbedingt. Weiß ich nicht, aber wir haben uns ja auch nicht richtig umgeguckt, ne? Hier sind eine ganze Menge Viechers. Das kann schon sein, ne? Ja, kommt mal alle her. Ist okay. Das ist zu hoch. Ah, Höhlenpassage. Oh, oh Gott, was ist denn das jetzt gewesen? Was habe ich denn jetzt gemacht? Okay. Was ist dann jetzt passiert? Huch. Schön. Oder auch nicht.
bin mir nicht so sicher. Probieren wir das nochmal. Da. 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 Keine Ahnung, was da jetzt passiert ist, ne? Aber yay, wir müssen den ganzen Weg nochmal laufen. wo sind wir jetzt lang gegangen? Da, ne? Glaube ich, ja. Genau, wir sind da. Da drüben. Und dann sind wir hier einmal außen rum, ne? Schon überlegt, ob es hier schneller gehen wird, aber ich glaube nicht. Warte mal, wenn ich jetzt eben hier... Ich muss bloß ein bisschen aufpassen, weil hier die Katzen unterwegs sind. Nee, aber hier komme ich nicht hoch. Kämpfen die gar nicht gegeneinander? Okay. So, ich glaube, jetzt war ich schnell genug. Hoffe ich. Ich weiß halt nicht, ob es da hinten auch lang geht. Ja. Jetzt ist hier auf alle Fälle der Grüne. Ne? So, einmal durchs Meer erstmal durch. Da sind wir jetzt auch definitiv weit genug weg. Einmal an den Fuka vorbei. Da irgendwie rum. Uah, nicht reinfallen. Bitte, bitte. So. Gut, dass wir so viel Ausdauer haben. Und auch dementsprechend gut recken können, ne? Interessant. Also da ist auf alle Fälle ein Höhlenpass. Ich könnte mir schon gut vorstellen, dass wir da durch müssen. Ist übrigens cool, dass es jetzt dunkel wird. Macht natürlich dann besonders viel Spaß. Kommt man da hoch? Nee, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das gewollt ist, dass man da hochgeht. So. Okay, dann... noch einmal da irgendwie hoch. Oh. Nochmal? Nee, ich wollte gerade sagen. So, und jetzt wird's dunkel. Scheibenkleister. Naja, gut. Hilft ja nichts, ne? Boah, das war jetzt ganz schön knapp. Das war jetzt ganz schön dunkel. Okay, wir holen mal hier den da. Bleh, das ist ganz schön grün. So, und jetzt sind wir hier oben gewesen. Ich meine, noch dunkler ist, glaube ich, ziemlich wurscht. Von daher, so. Also grundsätzlich, ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, was passiert ist. Aber, na gut. So, Höhlenpass. Also hier lang, würde ich sagen. Es geht auf alle Fälle nach oben. Das ist schon mal ziemlich praktisch. Ah, gucke mal hier. Aha. Okay, hier ist eine Leiter. Da drüben leuchtet irgendwas. Ah, hier... spinnt die Leiter. Das ist echt unschön. Ich meine, ich bin froh. Okay, jetzt hat. Bin ja schon froh. Da leuchtet was. Ja, weiß ich nicht. Kann man die irgendwie bekämpfen? Okay. Na gut. Hier gibt es auf alle Fälle eine ganze Menge Schwefel. So, eine Truhe, Stiefel des Zaubermeisters. Oh ja, warum nicht? So, da. Ist jetzt halt die Frage, ist das wirklich ein Paar?
Pass oder ist es? Okay. Sieht ja schon ein bisschen bäh aus alles. Ihr geht mir ein bisschen auf den Keks, ihr zwei. So, wie lange hält das Irrlicht noch? 2 Minuten 40, okay. Da ist Lapis Lazuli. Schon gruselig alles ein bisschen. Da. Hallo. Also hier ist auf alle Fälle sowas wie... Oh Gott, habe ich mich erschreckt. Alter. Kann das sein, dass das vorhin einfach zu viele waren, die da kamen? Ist auch manchmal nicht so schön, ne? Nicht so einsichtig, ob da was ist oder nicht. Das ist irgendwie ein bisschen unpraktisch. Da ist eine Truhe. Ihr Licht hält noch knapp 2 Minuten. Okay. Eisenpfeile, ja, die nehme ich gern. Weil das ist ja jetzt hier der Höhlenpass. Vielleicht kommen wir da jetzt dann irgendwo oben raus, ne? Das wäre ja schon toll. Jetzt, gucke mal. Da oben ist auf alle Fälle eine Möglichkeit. Jetzt lass uns mal hier kurz hochgucken. Okay, nee, hier ist aber so nichts weiter. Das ist auch nichts weiter. Das ist bloß so ein bisschen Leuchtegedöns. Ja, und wie Sie sehen, sehen Sie nichts, ne? Jetzt bin ich auf alle Fälle hier oben. Aber reicht mir das schon, ist die Frage, ne? Oder ging es da auf der anderen Seite noch weiter? Okay, also hier ist es eher, hier geht es eher wieder runter. Das ist dann schon blöd. Lass uns mal nochmal unten reingehen. Ich bin der Meinung, ich hätte gesehen, dass man da auch noch links weitergehen könnte. Vielleicht. Weiß ich nicht. Nee, das ist tatsächlich nur... Hier hast du nur Schwefel. Würde ich sagen, ne? Okay, also hier ist jetzt tatsächlich nichts weiter. Ja gut, dann geht's halt da lang, ne? Aber was, wo kommen wir denn da hin? Ja, Kira, probier's halt aus. Okay, na gut. Dann probieren wir das jetzt halt aus. Dann gehen wir jetzt da halt mal lang. Ist halt blöd, man sieht halt nichts, ne? Wir sind auf alle Fälle ein bisschen höher. Das ist schon mal gut. Ich sehe aber nichts, ne? Ist nach wie vor... Ah, okay, das ist die eine Warte. So, jetzt ist das Licht aus. Dann nehmen wir das nächste. Genau, da drüben ist die Warte. Genau, und wir müssen aber halt in die Richtung, ne? Eigentlich, mehr oder weniger. Aber... Aber doch, wir sind schon oben. Also das ist tatsächlich... Sind wir ein Stück weitergekommen. Das ist ja bloß die Frage, ne? Oh, da sind Gegner. Okay. Ich glaube, mit denen hätten wir auch keinen Spaß. Das ist die Frage. Ist hier gerade irgendwas? Sieht irgendwie aus, als wenn da was ist, ne? Da ist auf alle Fälle ein fliegender Gegner. Da sind zwei unterwegs. Jetzt ein bisschen ruhiger, weil ich echt ein bisschen überfordert bin mit dem Ganzen.
Also, da hinten ist ein Skorpion, wir müssen in die Richtung. Ja, pass mal auf, dann fliegen wir jetzt einfach mal so ein bisschen in die Richtung. Da geht's dann wieder runter, okay. Aber runter will ich ja nicht, ne? Runter wollen wir ja nicht. Oder geht's aber ganz schön tief runter. So, guck mal, da ist ein Skorpion. Jetzt ist die Frage, kriege ich den? Nee, weil ich mich wieder blöd anstelle. Okay, na gut. Dann gehen wir einfach ein bisschen näher ran. Dann wird es das schon. So, dann noch den da. Okay. Ja, ich glaube, von den Schuppen brauchen wir auch noch so einige, ne? Ich glaube, da müssen wir ein bisschen was farmen für den nächsten großen. Da ist ein Elixierbrunnen drinnen, würde ich sagen, ne? Genau, da ist einer. Ja, ich glaube, Elixierbrunnen. Puh. Da werden wir schon noch einige farmen müssen. Da freut sich das Herz von der Kira sehr. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir alles hin. Ja, aber guck mal, jetzt sind wir oben, ne? Also von daher ist es doch schon mal echt gar nicht schlecht. Ist doch gut. Hi. Ihr gibt bestimmt auch Schuppen. Da ist auf alle Fälle ein Bogenschütze. Das ist die Frage. Ah. Da ist er. Jetzt habe ich ihn getroffen. Gut. Wir müssten vielleicht mal gucken, dass wir nochmal ein Stück höher kommen. Da ist nochmal Lapis. Was jetzt aber auch so gar keinen Anhaltspunkt weiter, ne? Das sind aber welche ohne. Jetzt gucken wir mal, ob ich hier hochkomme. Ja, hier komme ich auf alle Fälle hoch. Das ist ja schon mal gut. Da ist ein Lager. Okay. Wir müssen aber immer noch 600 Meter in die Richtung. Puh, das ist schon viel, ne? Das ist schon viel. Ich könnte mir vorstellen, dass man dort drin schlafen kann. Aber ich bin mir gerade. Oh, da hatte Drache aber gut gekämpft, ne? Bin mir aber gerade nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist, da jetzt einfach reinzugehen. Oh, die kämpfen da drüben. Das ist gut. Dann sind sie abgelenkt. Ernsthaft? Machst du dich wirklich selber kaputt? Oh, jetzt habe ich das Bett kaputt gemacht. Großartig, Kira. Du bist eine Heldin. Hoffentlich bringt er sich selber um. Tja, blöd. Jetzt hast du halt kein Bett mehr, ne? Du Troller. Sehr gut. So. Okay, also da ist auf alle Fälle irgendein Lager. Kann sein, dass da vielleicht irgendwas ist oder auch nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer. So, wir müssten aber. Ja, doch, es kann schon. Verfluchter Sonnentempel. Aber ich dachte, er ist woanders. Okay, wir probieren mal was. Ob ich die da hinten kriege? Wahrscheinlich nicht, ne? Na? Weiß ich nicht. Sieht gerade nicht so aus, als ob ich die wirklich kriege, ne? Doch, den habe ich jetzt wunderbar platt machen können. Naja, nicht wirklich ganz. Ah, guck mal, der kommt jetzt vor. Der sagt jetzt Hallo. Sehr schön. So, wo ist der andere? Der ist weg. Da oben ist noch einer. Muss ich höher oder muss ich. Ja, da, gucke mal. Oh, schön, es wird hell.
Aber jetzt sehe ich nichts mehr. Blöd. Also ich würde jetzt halt einfach gerne mal da rein, weißt du? Ja, perfekt. Dankeschön, dass du freiwillig gekommen bist. Ja gut. Wir gucken jetzt einfach mal rein. So gefährlich kann es eigentlich gar nicht mehr werden, sagte sie, und dann kamen drei Grüne. Nö, aber eigentlich, ne, scheint hier keiner mehr zu sein. Nicht, dass ich mich beschweren würde. Ja, kann schon sein, dass sie gegen die Nachtdinger gekämpft haben und da jetzt dann keiner übrig geblieben ist. Das ist natürlich möglich. Ja, hier liegen auf alle Fälle Reste. Skorpione sind auch da. Aber hier ist so nichts weiter, ne? Hier scheint so nichts weiter zu sein. Okay. Also ich hätte jetzt gedacht, dass es da vielleicht irgendwie irgendeinen Hinweis gibt oder sowas, ne? So ein Außenposten. Aber hier ist gar nichts. Hier ist nicht mal eine Truhe. Echt? Du wirst fast in die Falle reingelatscht, ne? Dusselige Kuh. Schon wieder. Na gut. Okay, dann gucken wir mal weiter. Wobei ich sagen muss, ne? Da ist auch nochmal irgendwas. Okay, egal. Ich würde jetzt gerne mal schauen, wo uns der Weg hierhin führt. Gott, es ist so neblig, ne? Dass man halt einfach gar nichts wirklich sieht. Oh Gott, es sind drei. Ernsthaft? Drei? Das ist nicht nett. Oh. Oh Gott, was war das? Ach so, das war ja meine Fähigkeit, ne? Oh, krass. Nicht schlecht. Das ist ja cool. Ob ich sie jemals so effektiv nutzen kann, wer weiß. So, jetzt gehen wir hier wieder runter. Das finde ich jetzt nicht so cool, ne? Oh, das gibt's. Es ist echt schwierig, ne? Es ist wirklich echt schwer, da einen guten Weg zu finden. Nee, ich glaube, wir müssen da hoch, wo wir da oben. Ich glaube, wir müssen da irgendwie durch. Oder so. Machen wir jetzt einfach einen auf Geronimo. Wir machen mal das da. Und das da. So. Ja, das mit dem Verband war jetzt vielleicht nicht so gut, aber ich hatte jetzt gedacht, dass wenn ich jetzt direkt angegriffen werde, weißt, dann kann ich halt schon mal direkt losheilen. Ah, hi. Alter, ist schon cool, ne? Das ist ja schon fetzig. Hi, Schnuffi. Oh, ernsthaft? Ne, Freund, ich bin stärker wie du. Siehst du? So, das ist eine silberne Kiste, das ist schön. So, wo ist jetzt der andere hin? Ach, da unten. Nein. Ja, komm ruhig her. Komm halt her. Nein, willst du nicht? Oh, aber ich will, dass du... Ah, jetzt bist du da. Also Wegfindung ist manchmal schon noch nicht so schön, ne? Wo ist er denn jetzt? Da, ich pau dir auch auf die Füße. Kein Problem. Okay, perfekt. Ich glaube, mehr ist hier gar nicht los, ne? Ich glaube nicht. Mehr sind hier nicht. Schön. Hier ist noch eine Truhe, aber es befriedigt mich jetzt nicht in dem Sinne, dass ich weiß, wo ich lang muss. Ja, Kira, das war nix, ne?
gehe ich mal hier hoch. Allmächt. Okay. Ich habe nach wie vor immer noch nicht so richtig herausgefunden. Also theoretisch dadurch. Aber, ich versuche mir jetzt mal einen Weg nach oben zu bahnen. Ich meine, ich möchte irgendwann ja auch schon noch mal ankommen, ne? Also. Scheibenkleister. Das ist ja nervig, ne? Ja, das ist gut. Das war gut. Das war sehr gut. Hier ist Sand. Hier kannst du also eigentlich theoretisch hochhüpfen. Oh, cool. Das finde ich gut. Das finde ich praktisch. Sehr schön. Danke. Jetzt sind wir oben, ne? So, wisst ihr, was wir nicht dabei haben? Steine. Nein. Und das hier ist, glaube ich, Sandstein. Ich glaube, das ist gar kein normaler Stein. Den haben wir jetzt einfach kaputt gemacht. Okay. Das sind auch Sandsteine. Ich bräuchte jetzt halt eigentlich irgendwie so einen Speicherpunkt oder irgendwas, weißt? Ich habe natürlich keinen Altar mitgenommen, weil ich total klug bin, was das angeht. Oh. Ich würde sagen, das ist eine Brotmutti. Braves Mädchen. Das ist ein Nest. Oha. Okay. Krass. Oh. Ich glaube, die mögen mich nicht so gern. Juhu, Level 25. Endstation. So, jetzt sind wir hier oben. Aber ob das jetzt wirklich so cool ist, ich habe noch keine Ahnung. Oh, da habe ich, den habe ich nicht gesehen. Okay. Aber da ist was. Da leuchtet was rot. Schade, dass der jetzt nur blau ist, ne? Da hätte ich gern, den hätte ich gern noch besser gehabt. Nicht, dass ich irgendwelche Ansprüche hätte oder sowas, ne? Aber. Okay. Wie mache ich das jetzt am besten, ne? Das ist jetzt schon echt kacke, ne? Wie gesagt, ich habe halt keinen Stein. Das ist ein normaler Stein. Ja, Gott sei Dank. Aber das sind nicht genug Steine. Das reicht nicht für einen Altar. Da drüben ist noch einer. Ja, Gott sei Dank. Jetzt können wir nämlich hier uns einen Altar herstellen. Einen können wir ja noch setzen, ne? Ja. Weil den werden wir hier oben jetzt brauchen. Drachengeiernest. Da will ich auf alle Fälle noch mal hin. Da will ich gucken, ob wir die Möglichkeit haben, noch mal einen besseren zu bekommen. Den würde ich als Legendary definitiv nehmen. Was ist das da oben? Sieht aus wie ein Käfig, ne? Ah ja, Fokus. Okay. Hi. Ah, du bist auch noch da. Hi. Krass, was man hier eigentlich für einen Blick hat, ne? Ja, Schon cool, bisschen schade, weil ich einfach nach wie vor noch nicht so richtig weiß, wo wir hin müssen. Aber das kriegen wir dann in der nächsten Folge. Und ich setze jetzt hier erstmal den Altar hin. Und dann danke ich euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Es war mir wieder eine Freude, für euch zu spielen. Ja, und dann kann ich das jetzt auch so machen? Ja, cool. Geil. Ja.
Wir werden sehen, wo uns die Reise hinführt, Leute. Wir werden sehen. Irgendwo da in die Richtung. Da hinten hin müssen wir. Das wird spannend. Okay, alles klar. Also, ihr Lieben, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.